Hallo und herzlich. Ne, das wird blöd. Warte mal. Okay, gut. Ready? Bye. Ready. Bye. Wenn wir noch mal kurz einmal alle lachen. So, wir sind jetzt hier heute mal wieder auf Petjagd. Es hat sich so einiges geändert im Gegensatz zu früher. Fangen wir mal an. Hier gab es früher immer diese Bockwürste. Die gibt es jetzt gar nicht mehr. Die konnte man sich ja mit Arena-Tickets kaufen. Warum die das rausgenommen haben, weiß ich auch nicht. Zacher, kannst du uns das beantworten? Nee. Hier gibt's echt nur Scheißfutter. Da gab's keinen Grund für, da haben die einfach rausgenommen. War das einfach zu krass oder warum? Wie viel Arena-Tickets hat für ich weiß nicht, eine also das war einfach draußen, 50 meine ich. So viel das war mehr? Einfach draußen und die haben dafür in Krokotopia ein Superfutter-Rezept gemacht. Das benutze ich zum Beispiel. Aber dafür musst du angeln, ne? Ja. Aber den Fisch, den kriegst du ganz leicht eigentlich. Also habe ich aber gar kein Verständnis für. Die hätten es einfach teurer machen können. Oder? Nee. Ich würde es gut finden. Weil ich meine, theoretisch gesehen hast du ja mehr EP für dein Pet jetzt durch dieses Rezept. Das, also das heißt, warte, wie hieß das Futter? Otto. Was macht der? Aus, goldenes Weizenbrot. Ich glaube, das kriegst du ja auch durch irgendeine Pflanze. Ich glaube, Couch Potatoes. Ja, und garstige Feuerschote. Ja, genau. Das crafte ich mir zum Beispiel dann einfach. Okay. Ich finde es trotzdem schade. Ja. Früher hatte man einfach immer Tickets im Überfluss und dann hat man sich davon so viele Würste reingeballert. Im Training. Ging so schnell. Ja, aber 50 ist doch viel, oder nicht? Arena-Tickets. Nee. Nein. Ein Futter? Ich hatte auf meine Baller 30.000 Tickets und ich hatte alles gekauft. Wow. Ja, früher hat aber auch viel mehr Turniere gemacht, ne? Die hat Würstchen gehortet. Ja. Wow. Boah, Zachal. Würstchenhorter. Jana Würstchenhorter. Bitte nee, dann komm nicht schon wieder sowas, ey. Jordan, zieh mich da nicht mit rein. Jordan Würstchenhorter. Okay, auf jeden Fall. So, dann war es ja früher auch nochmal so, falls die Leute zuschauen, noch von früher, die vielleicht gar nicht mehr spielen oder so. Früher war es ja so, man ist hier reingegangen, dann hat man jemanden angebettelt, ob man brüten darf, weil der vielleicht ein geiles Pet hatte. Und der hat gesagt nein und dann stand man da. Also früher war es sehr schwierig, sich ein gutes Pet zusammen zu basteln. Jetzt steht hier allerdings so ein Kasten. Hutkiosk. Hutkiosk, heißt das so? Ich habe die Namen ausgeblendet. Da oder kann man sich die Haus... Der Zuchtkiosk, glaube ich, oder? Zuchtkiosk, ja. Ja. Genau, dann kann man hier Haustiere ansehen, klicken. Ich habe jetzt eine Leben. Ich hätte gern ein Pet mit 3x Damage und 2x Resi und eventuell Durchschlag, hatten wir gesagt, ne? Ja. Aber für René reicht doch die große Resi nur, ne? Und dann 4x Damage und Durchschlag, ne? Genau. Genau. Also du brauchst keinen Spruch trotz. Eigentlich ja, dann hat mein Pet ja schon wieder gefailt. Ja, eigentlich schon. Aber besser so als was anderes. Dieses blöde Crit ist ja überbewertet. Im PvP vor allem. Das braucht man gar nicht mehr. Und mein Slayer nur Crit? Ich hab Pets mit... Es fällt ständig. Hier ist Crit und da ist Crit. Und das ist sowieso für die Tonne. Also ich hab gar nichts hier. Und ich hab heute Morgen ein richtig gutes gesehen. Das hatte 3x Damage und Doppel-Resi. Man kann sich die Pets hier vom Aussehen her aussuchen, aber man muss sie doch reinstellen, ne? Das sind einfach Pets von anderen Menschen, ne? Ja, genau. Also ich hatte hier, glaube ich, die Lebenskriegskröte vorhin. Dann Haustiere nach Typ sortiert ansehen. Und dann kann man, also das hier ist mein Pet und dann kann man hier schauen, was der kann. Hier ist halt überall Crit immer drin. Nur Crit. Block ist ja auch nicht mehr wichtig, ne? Nee, aber bald wieder. Also im PvP jedenfalls. Da ist es. Ich hab's wieder gefunden. Welches? Spruch fest, Spruch trotz, Schmerzgeber, Lebensgeber und Lebensgabe. Der Lebenskriegeskröte, grimmiger Bo. Ich hab kein Gold. Oh.
Wow. Cut! Okay, so. Ich war jetzt gerade kurz was verkaufen. Ja, das werde ich jetzt hier erstmal ausbooten. Schon mal danke für denjenigen, der das hier reingemacht hat. Kriegen die eigentlich eine Belohnung dafür? Ja. Was denn? Ja, die kriegen Schlüpfrikas und damit können die sich dann innen drin im, ich weiß wie das heißt, ich glaube Bruthaus, da bei diesem Typen können die sich dann so Sachen holen damit. Echt? Da kann man auch den Zuchtkiosk kaufen, beziehungsweise craften. Dann kann man sich den zu Hause hinstellen. Da muss dein Pet aber 250 Mal gebrütet werden mit. Wow. Da muss man ja schon ein gutes reinmachen. Dauert ewig. Ja. Also ich glaube, man kriegt ja pro Brüten eine Schlüpfrika. Schmuddeliges Ei. Schmuddelig ist es. Was vor? Ich benutze jetzt mal eben kurz ein Frucht. Ja. Kann man übrigens auch mit Gold jetzt ausbrüten lassen, aber ich habe gerade gar nicht so viel Gold. Hätte man auch noch mal kurz was holen können, aber ich habe jetzt keine Zeit. Ganz einfach. Ganz einfach Kiste. Du hast auch kein Gold mehr. Nein, gar nichts. Wegen Miguel. Miguel spielt jetzt übrigens auch. Noch ein bisschen lost unterwegs. Ich finde es aber schön, dass René dem das jetzt alles so toll erklären kann, weil René ist eigentlich schon ganz weit, ne? Angehender Amateur. Kannst du dich bitte umziehen? Aber immer noch besser als Jana Blitz. Boom. Nein. Okay, so. Das müsst ihr ignorieren, haben wir Leute. Ja immer hier getanzt, vorbildlich, ne? Das hat ja immer sehr lange gedauert. Es gab ja auch noch andere Wege, um das ein bisschen zu beschleunigen. Auf jeden Fall ist das jetzt so, dass wenn man 25 Mal richtig tanzt oder halt dreimal die Pfeilrichtung da richtig auswählt und das 25 Mal dann gewinnt, dann kann man einfach das hier überspringen und einfach das Pet direkt füttern. Das geht einfach viel schneller. Ist auch gut. Das finde ich richtig gut. Dann wieder Spiel überspringen. Oh, ich habe jetzt mein Elenjoghurt verschwendet. Egal. Ich habe gar nicht so viel Futter. Komm einfach rein damit. Ist das denn auch noch so, dass wieder so eine Woche kommt, wo ich Couch Potatoes ernte und ich kriege dann doppelte und auch doppeltes Futter? Das gibt es immer noch, ja. Oh, perfekt. Es gibt auch doppeltes Pet. Wenn das kommt, oder? Weiß man nicht. Ich bin so dumm. Das ist das falsche Pet? Ja. Ich wollte es dir noch sagen, aber... Oh. Hast du jetzt dein Edeljoghurt verschwendet? Ich sehe das nicht, ne? Ich bin gar nicht so, wie drüber kommt. Die lacht schon mal gar nicht. Also ist mir da nicht passiert. Dir, Otto? Ich möchte mich dazu nicht äußern. Ja, aber wenn man denkt... Wäre es gar nicht. Also ich habe meine... Scheiße. Einatmen, ausatmen. Und habe einfach komplett für zwei falsche Roben die Sachen gefarmt. Das hat einen ganzen Tag gedauert. Direkt gefailed, ja. Auf jeden Fall habe ich es euch gezeigt. Ich möchte hier auch nicht mehr weitermachen. Wie gefailed? Hip-Power! Hip-Power! Wow. Das gibt's doch nicht. Ja, da musst du nochmal drüber brüten. Du nimmst dann aber jetzt das Pad, ne? Nein! Wie das Pad? Ja, dass das gefailed ist, damit brütest du drüber. Ja, ich hab aber schon ein gefailedes von dem Dreifach Damage und Doppelresi. Ja. Junger Edda. Deswegen nehme ich den Strom nicht. Ich finde. Na, Edda. Oder? Warte, ich muss mal eben gucken. Du weißt noch, wie. Ich möchte das nicht. Du weißt noch, wie man Pets macht, oder? Ja, natürlich weiß ich, wie ich Pets mache. Und deswegen habe ich auch schon heute Morgen fünfmal über den da drüber bin ich gerutscht. Wow. Okay. Das eine, was ich anhab, habe ich auch zuletzt mit dem gemacht. Rübergerutscht. Ja, gebrütet. So. Hast du denn auch schon eins für PvP, Saral? Nee, tatsächlich noch nicht. Ja, dann geh doch mal an den Kasten ran. Ja, wir haben ja so weißt du eigentlich, wie man Pets brütet? Ja, weiß ich.
weiß ich tatsächlich. Mhm. Aber ich muss gucken, was ich da alles reinmachen möchte. Weil ich werde ein bisschen andere Werte haben. Was denn für welche? Ich möchte auf jeden Fall 50 Durchstechen haben. Ja, das wollen wir doch, ne, auch haben. Ja, ich und René, du nicht. Doch, ich möchte das auch. Mit Leben möchte ich auch immer einen Pet-Durchschlag haben. Ja, aber du kommst nicht auf 50. Ja, das ist ja egal, aber ich will es trotzdem da rein haben. Du kommst ungefähr auf 43, vielleicht 45. Wow. Okay. Ja, und reicht schon. Studiert. Ja, und aber das kommst du auch nur, wenn du. So, das bekommst du nur, wenn du auch auf deinem Pet noch stechen sockelst. Ansonsten nicht. Ja, das will ich machen. Ja. Also ich habe keine Ahnung. Ich hätte aber auch, es gibt doch jetzt also dieses Hochtrotz-Juwel, was doch da drin ist jetzt, was man sich doch dafür 8000 Kronen kaufen kann mit einem Monat Club war das, glaube ich, ne? Ja, genau, das ist immer. Und das macht ja auch noch Festigen, ne? Ja, das ist aber unterschiedlich immer, also das sind immer andere Juwelen. Also das finde ich auch nicht schlecht. Manchmal ist es kleine Resi, ich glaube einmal war große Resi und dann war mal Massentäuschen. Dass dein Pet einfach von selbst Maschen. Mein Gott, er reden kann ja auch nicht mehr. Down. Maschendraht, Sound in the morning. Du musst rausschneiden alles, aber ja. Natürlich dass nicht. Das Pet dann Massentäuschen machen kann. Also als Zauber. Automatisch. Ja, wow. Genau. Aber guck mal, wenn ich ja jetzt dreimal Damage dran habe und sag ich jetzt mal. Einmal Durchschlag und einmal Spruch fest. So, dann kann ich ja noch eins sockeln und dann würde ich zum Beispiel dieses Spruch Trotz nehmen mit dieser Resi. Dann habe ich ja einen Wert mehr drin, wie es eigentlich kann. Ist ja voll gut. Ja. Oder? Hört sich, soll ich mir das kaufen? Mhm. Ich meine, ich habe ja einen Monat Club, ne? Also das ist ja eigentlich jetzt weil ich im Endeffekt eh ausgeben würde, halt, dass du 1000 Euro mehr, 8000 Euro mehr hast. Wow. Ja, dann kommt noch. Dass du 1000 Kronen noch mehr zahlen musst, ne? Aber es gibt doch, beim nächsten Mal gibt es ja auch wieder was Gutes, oder nicht? Das ändert sich doch ständig. Ja, aber was ist, aber kommt das denn auch wieder? Oder ist das einmalig? Ja. Nee, das kommt schon wieder. Ja, dann kann ich mir ja noch Zeit lassen. Glaube ich. Ja, oder kaufe ich es mir doch. Oh. Also ich würde es mir kaufen. Auch nicht mal trauen, ne? Ach, ich würde es mir, also ich würde es mir kaufen. Kannst du ja mit deiner Rente kaufen. Ja, du willst kaufen. Ja nur, dass ich... Ja. Hallo, ich bin Elli und ich habe damals Bockwürste gehörtet, aber naja. Damals heutzutage machen ich sowas nicht mehr. Kussi, das war's mit dem Video. Abonniert das. Alle, bye bye. Das war's. Das war's.